Ich bekomme heute einen sehr seltenen und sehr, sehr spannenden Einblick. Ich darf heute einen Tag in der forensischen Psychiatrie für Jugendliche verbringen. Also das sieht hier schon sehr nach einer Zelle aus, ne? In der Forensik leben Menschen, die eine Straftat begangen haben, aber vor Gericht für schuldunfähig erklärt wurden. Ich habe richtig viel gekifft draußen, sehr viel. Und habe ich eine Psychose von bekommen. Und Stimmen haben mir die ganze Zeit gesagt, dass ich Opiate brauche, weil sonst schlimme Dinge passieren. Und dann sind schlimme Dinge passiert. Was es genau heißt, schuldunfähig zu sein, das erklärt mir Jenny, die ist Pflegerin hier. Hi, hallo. Schön, dich kennenzulernen. Hi. Wollen wir uns einen Ellbogen geben? Ja, klar. Dann lass uns mal reingehen. Ja, das ist so einfach gar nicht. Wir müssen hier erstmal klingeln. Okay. Wegen der Schleusenfunktion haben wir nur die Schlüssel für oben. Aber um reinzukommen in die Schleuse erstmal, müssen wir von oben reindrücken, aus Sicherheitsgründen. Falls mal jemand den Schlüssel klauen sollte, kann er nicht direkt nach ganz draußen. Okay. Kommt einfach erstmal hier vorne rein. Und auf jeden Fall dicke Türen und überall sind schon mal Gitter und so. Ja, genau. So. Ansonsten können wir jetzt erstmal hochgehen. Mhm. Jetzt will sie auf. Dann kommen wir jetzt erstmal in die nächste Schleuse. Ja. Ich bin ja schon ein bisschen aufgeregt. Wenn man an die Forensik denkt, dann denkt man erstmal an einen Ort, wo ja, Leute irgendwie weggeschlossen, weggesperrt sind, die irgendwie gefährlich sind für die Allgemeinheit. Ja, das ist irgendwie auch ein Stück weit unheimlich. Bin gespannt, wie sich das wirklich anfühlt, da zu sein. Du kannst dich gleich selber überzeugen. Einmal bitte die Hände desinfizieren. Ja. Corona-Richtlinien. Also der Patient, den wir jetzt treffen, der wird sich gleich gerne erstmal so unterhalten, weil er ein bisschen Angst hat. Das heißt ohne Kamera? Ohne Kamera. Alles klar, ja, das ist kein Problem. Ja, da sitzt er schon, ja. Ah ja. Hi, können wir uns den Ellbogen geben? Okay, also ihr könnt jetzt dazukommen. Ich habe nämlich gerade Nico kennengelernt. Nico wollte vorher ein paar Sachen klären, ne? Ja. So, und ich wollte vorher, bevor wir mit dir sprechen, Nico, noch dich kurz fragen, was genau ist so eine Forensik eigentlich? Wir sind ja hier in der Jugendforensik. In der Forensik sind Jugendliche untergebracht, die im Rahmen einer Schuldunfähigkeit Taten begangen haben und aufgrund dessen nicht ins Gefängnis müssen, sondern hier im Rahmen einer Therapie im Maßregelvollzug untergebracht sind. Mhm. Was genau bedeutet schuldunfähig? Ja, dass die Patienten zum Zeitpunkt der Tat massive psychische Grunderkrankungen hatten, wie zum Beispiel Psychosen, Schizophrenien, und dass sie aufgrund dessen nicht bewusst gehandelt haben. Mich interessiert, wie der Alltag hier so aussieht, wer hier eigentlich ist, auch mal jemanden kennenzulernen. Deswegen bin ich auch total froh, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir darüber zu reden. Ja, gern. Vielleicht kannst du mich hier mal ein bisschen rumführen. Na klar, mach ich. Okay. Das hier ist so eine Art Aufenthaltsraum, denke ich mal, oder? Das ist unser Tagesraum. Hier kann man ab 16 Uhr in der Woche Fernsehen gucken. Mhm. Das heißt, dann wird untereinander sich abgesprochen, welches Programm geguckt wird. Mhm. Meistens werden Soaps geguckt, wie Berlin Tag und Nacht oder Köln 67. Mhm. Und manchmal auch Dokumentationen. Ja. Hier noch den Raucherraum. Okay, das betrifft mich nicht, ich bin nicht Raucher. Du bist nicht Raucher, okay. Und fast alle Patienten rauchen, ich glaube 2, 3 rauchen nicht. Ja, mich unter anderem du. Ja, und dann mich. Was war das gerade für ein Klingeln? Das war, glaube ich, die Klingel von dem Isolationsraum. Mhm. Da ist jemand drin, ein Patient, der ist isoliert, weil er aufgrund seiner Erkrankung nicht gemeinschaftsfähig ist. Mhm. Und der hat da eine Klingel und kann so kommunizieren mit dem Pfleger. Was genau heißt dann Isolationshaft? Also das Wort Isolationshaft verwenden wir hier gar nicht. Ja. Ist der Isolationsraum, ja, auch ISO genannt. Und wenn jemand ausrastet oder aggressiv wird oder uneinschätzbar ist, dann kommt er in diesen Raum. Mhm. Meistens kommt dann die Alarmgruppe, das sind dann mehrere Pfleger von verschiedenen Stationen. Ja. Die begleiten einen dann in die Räumlichkeit. Hier ist der Isolationsraum auf dieser Station ist dauerbesetzt durch einen Patienten, wie ich eben sagte, ja, der schon seit Jahren in diesem Raum ist, mhm, weil er so krank ist, dass er eine Gefahr für sich und andere Menschen, mhm, darstellt. Darf ich mal fragen, ob du da auch schon mal drin warst? Ja, das letzte Mal 2017, da habe ich aufgrund meiner Psychose,
habe ich eine, gab es eine Alarmsituation, wo ich leider auch einen Pfleger verletzt hatte. Ja, da war ich das letzte Mal im Isolationsraum und seitdem aber nicht mehr. Mhm. So wie du es jetzt beschrieben hast, diesen Isolationsraum, dann ist es ja in etwa das, was man sich so unter einer Forensik vorstellt. Leute, die irgendwie unberechenbar sind, Leute, die austicken oder die irgendwie eine Gefahr darstellen. Das gibt's immer. Man kann das aber nicht verallgemeinern. Mhm. Es gibt Borderliner, dann gibt's Autisten haben wir hier. Dann wie ich, jemand, der eine Psychose hat. Mhm. Und es ist nicht so, wie die Leute sich vorstellen, dass hier Leute andere verprügeln oder ausrasten, das ist eher weniger. Ja. Und das hier ist unser ist der Bereich vor dem Büro. Da darf man sich eigentlich nicht aufhalten, da stehen jetzt halt zwei Patienten. Mhm. Normalerweise halten wir uns da nicht auf. Ja. Dann da ist übrigens der Isolationsraum. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt kurz geht. Dann eben nicht, schneid das raus. Das ist der Isolationsraum, wie gesagt. Und das kann man leider jetzt nicht aufmachen. Aus Datenschutzgründen und das ist, geht, wie gesagt, gerade nicht. Alles klar. Hier ist der Medikamentenraum und auch ein Büro, ja, wo teilweise auch Gespräche stattfinden. Unser Stationsarzt ist auch immer ab und zu drin. Ja. Und hier werden halt die Medikamente verteilt. Das heißt, alle Patienten stehen an der Tür, kommen die Reihe nach rein, bekommen dann ihre Medizin. Jeden Morgen oder was? Morgens, mittags, abends. Mhm. Weißt du, ob hier jeder Medikamente kriegt? Ja, so gut wie jeder Patient bekommt Medikamente. Mhm, okay. Also, jetzt zeige ich dir den Garten. Okay, mit Basketballplatz? Ja, der Garten sollte mal renoviert werden vor vielen Jahren. Ja. Fußball kann man nicht spielen. Ah, ja. Und ich mag diesen Garten nicht, sag ich ganz ehrlich, ich gehe auch nicht in den Garten. Nico, magst du mir mal sagen, warum du eigentlich hier bist? Ja, kann ich sagen. Mhm. Und zwar, ich hatte früher ein Drogenproblem. Ich habe richtig viel gekifft draußen, sehr viel. Und habe ich eine Psychose von bekommen. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass jeder, der kifft, eine Psychose bekommt, aber es kann halt passieren. Bei mir war es dann so, dass ich Wahnvorstellungen hatte draußen, dann Stimmen gehört habe. Und ich habe was halt. Dann gab es zu Hause meinen Eltern auch Ärger, dass ich da randaliert habe, dass ich dann aggressiv wurde und so. Was heißt Wahnvorstellung? Wie kann ich mir das vorstellen? Es kommt einem alles ganz komisch vor. Mhm. Irgendwelche Leute gehen einem vorbei, man denkt dann, die gucken aggressiv, also Paranoia zum Beispiel, dass man dann total falsch reagiert, dass man denkt, die Leute reden über einen, lachen einen aus. Irgendeiner redet normal mit einem, dann sieht man auf einmal, dass das Gesicht sich verzerrt, die Stimme ist aggressiv vom Gegenüber, obwohl es gar nicht so ist. Dann habe ich, weiß ich nur, dass ich auf einmal mich gar nicht mehr kontrollieren konnte. Dann stand ich auf einmal in so einer Apotheke drin und Stimmen haben mir die ganze Zeit gesagt, dass ich Opiate brauche, weil ich sonst sterben würde. Mhm. Und weil sonst schlimme Dinge passieren. Ja, und dann sind schlimme Dinge passiert. Dann habe ich ein Messer gehabt. Woher hattest du das Messer? Das hatte ich in einem Supermarkt entwendet. Mhm. Ein Buschmesser, so ein größeres. Mhm. Und dann war ich in dieser Apotheke. Ich weiß noch, dass ich nur gesagt habe zur Apothekerin, helfen Sie mir. Und dann, ab dann bin ich voll durchgedreht. Habe da alles kurz und klein gehauen. Habe da ein bisschen so ein paar Ampullen auf ihn bekommen. Dann bin ich abgehauen. Und, mhm. Also du hast jemanden dann mit dem Messer bedroht? Ja, ich habe mit dem Messer auf den Tisch geschlagen und dann gedroht und gesagt, sie mir auf ihn geben wollen. Mhm. Sollen. Und wie hat die Person reagiert? Sie haben Angst bekommen, haben mir das gegeben, dann bin ich abgehauen. Hattest du das vorher schon mal genommen? Morphin nicht vorher. Mhm. Das ist einfach, ich weiß auch nicht, warum gerade Morphin, ich weiß das selber nicht, die Stimme hat mir das einfach gesagt. Und ja, dann hat die Polizei mich festgenommen. Und dann. Hast du dich denn dann so ergeben und hast gesagt? Weiß ich nicht mehr, es ging alles so schnell. Es war quasi so, als wärst es gar nicht du gewesen, der das alles gemacht hat. Ja, ich habe erst mal gedacht, ich hätte das geträumt. Das ist einfach so ein scheiß Erlebnis. Wie hast du dich denn danach gefühlt? Danach ich mich gefühlt habe, ich habe Angst gehabt einfach, weil ich wusste nicht, ist das jetzt passiert, was soll das? Ich habe so meiner Therapie und so für mich so gedacht, ob ich da andere Leute schwer verletzt haben können, hätte können oder vielleicht sogar jemanden töten in der Situation. Also der Gutachter hatte gesagt, dass das durchaus passieren könnte. Ja. Weil ich konnte mich gar nicht kontrollieren, nichts. Mhm. Zimmer sind hier. Wenn Sie wollen, können Sie sich das Zimmer aussuchen. Also uns hat gerade ein Patient angeboten, dass wir mal in sein Zimmer schauen können. Ihr wohnt hier zu zweit offenbar, ja, ne? Wir sind hier zu zweit,
Ja, man hat ja auch echt nicht so viel Privatsphäre dann, ne? Ja, es geht, aber so, wenn ich gerade meine Privatsphäre brauche, wenn es mir schlecht geht oder so, dann sage ich ihm das und dann hat er auch Verständnis dafür und geht auch raus. Okay, dann wechselt ihr euch manchmal ab und seid dann nur allein im Zimmer? Ja, genau. Und gibt es hin und wieder mal Konflikte so zwischen so Leuten, die zu zweit, zu dritt in einem Zimmer sind? Oder eher zu zweit, ne? Wenn die nicht gerade zusammen gut auf ein Zimmer passen, dann werden die aus dem Zimmer rausgenommen und dann wird eine andere, also wird dann halt ein anderer reingesetzt. Den Rundgang weitermachen? Ja. Danke euch. Jo. Vielen lieben Dank. Hier sind noch Einzelzimmer. Die meisten Patienten, die Einzelzimmer haben, das sind Patienten, die mit anderen nicht kompatibel sind, die halt alleine im Zimmer sind, weil die mit anderen nicht klarkommen. Ich zum Beispiel habe auch ein Einzelzimmer. Ja. So, das ist also dein Zimmer. Und du sammelst Karten, wie es aussieht. Ja, Yu-Gi-Oh! Karten. Auch wenn es komisch wirkt, aber was soll man anderes machen in dem Alltag hier? Hauptsache, man kann sich beschäftigen. Dann lese ich noch viel. Da meine Bücher. Ja. Die mich sehr interessiert. Okay. Auch römische Mythologie, griechische, alles. Germanische Mythologie. Kriegst du hin und wieder auch Besuch hier? Früher regelmäßig, aber jetzt wegen Corona nicht. Und wer kommt bei dir zu Besuch? Meine Mutter, mein Opa und mein Schwiegervater besuchen mich oft. Haben mich oft besucht. Das ist länger nicht mehr da. War nur wegen Corona. So. Und was gibt's heute alles? Schnitzel, Chili, Kohlroulade. Wie ist das Essen hier so, wenn ich fragen darf? Geht. Passt schon. Krankenhausessen. Ja, besser als im Gefängnis. Ja? Wir sind eigentlich eher so dazu da, das so ein bisschen zu begleiten und zu beobachten und wenn irgendwie Hilfe nötig ist, ein bisschen mehr zu verteilen. Weil ich hier so eine Besteckliste sehe. Ja, die Besteckliste müssen wir führen, weil in der Vergangenheit Löffel abgebrochen wurden, aus den Fenstern geschmissen wurden oder sämtlicher Unsinn damit passiert ist. Deswegen müssen wir mal genau aufschreiben, welcher Patient was bekommt, morgens, mittags und abends, damit wir genau aufführen können, wenn jetzt zum Beispiel ein Löffel oder ein Messer oder irgendwas fehlt, wer das denn haben könnte. Und wenn mal was fehlt, dann müssen wir halt einmal die kompletten Zimmer auf links drehen und suchen. Danke. Guten Appetit. Was ist eigentlich mit Ihnen da hinten? Essen? Ja, hier? Ich wollte gerade sagen, du hast schon so einen bestimmenden Ton. Ja. Ja, man muss sich halt gegen die durchsetzen halt auch, ne? Sonst tanzen die einem ja auf die Nase rum. So, jetzt wird es hier gerade ein bisschen trubeliger. Was passiert jetzt? Entschuldigung. Jetzt ist das Mittagessen beendet. Das heißt, alle Raucher können jetzt rauchen gehen. Und da ja nur zwei Leute gleichzeitig in den Raucherraum dürfen, ist natürlich jetzt hier der Wettrennen angesagt. Wer als erstes da ist, darf als erstes rauchen. Okay. Das ist so ein Ort, wo immer Leute irgendwie Zeit verbringen? Ja, die Patienten rauchen schon recht viel, muss ich sagen. Ja. Die Pfleger von unten haben mich nochmal hochgelassen. Ich bin auf der Suche nach Benny. Der ist hier Therapeut. So, hier sind die Gruppengespräche. Genau, hier finden teilweise Gruppentherapien statt, je nachdem, wie groß die Gruppe ist. Es gibt die Möglichkeit, hier noch Sport zu machen. Manchmal machen wir das auch in der Gruppe, manchmal auch so wirklich als Einzelmaßnahme mit dem Patienten, dass wir uns einschnappen. Was bringt sowas? Einen Patienten habe ich, der war unruhig, den Impuls, Leute zu schlagen. Ja. Der war an sich jetzt nicht so sportlich, den habe ich dann immer so auf dieses Fahrrad gesetzt. Und der hat es dann 20 Minuten gestrampelt und war danach einfach erstmal ruhiger. Wie ist es? Ich denke mir mal, die meisten kommen hierher nicht freiwillig und die willst du therapieren. Und ich stelle es mir irgendwie ein bisschen schwierig vor, jemanden zu therapieren, der darauf eigentlich erstmal gar keinen Bock hat. Viele haben tatsächlich so ein großes Problem, Vertrauen irgendwie zu fassen. Das sind häufig keine Menschen, die so in einem vertrauensvollen, ja, ich sag mal, in einer liebevollen Umgebung groß geworden sind, sondern tatsächlich Menschen, wo Misstrauen denen auch relativ viel gebracht hat. Und das so aufzubrechen, ist für beide Seiten ja letztlich auch schwierig. Es wirkt jetzt erstmal so ein bisschen wie in so einer, weiß ich nicht, wie in so einer Jugendherberge, so von dem, ne, mit dem Tischdienst und so. Aber so, wenn ich rausgucke, fallen mir immer wieder so die Gitter auf. Und da stehen irgendwie auch zum Teil ja auch heftige Schicksale dahinter. Und das ist was ich eben gerade erstmal kurz ausgeblendet habe und jetzt wurde es mir doch wieder sehr bewusst. Kannst du mir sagen, was
die Personen, die hier wohnen, jetzt für Straftaten begangen haben? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. So von bis? Von schwerem Raub bis Mord. Genau deswegen versucht man das, glaube ich, auch zum Teil einfach auszublenden. Also wenn ich ständig daran denken würde, was jeder Einzelne gemacht hat, würde ich, glaube ich, gar nicht hier arbeiten, weil ich total Panik hätte. Mhm. Na, aber so ist es für mich halt relativ normal, auch im Umgang. Ja. Wie lange bleiben die Patienten denn hier? Das weiß man im Vorfeld gar nicht, da die Patienten ja nicht zu einer so und so langen Haftstrafe verurteilt werden, sondern hier wird halt auf unbestimmte Zeit verurteilt. Was hat das mit dir gemacht, zu wissen, dass du nicht weißt, wie es ausgeht? Und auch zu wissen, dass viele hier über 5, 6, 7, 8 Jahre hier bleiben? Das quält einen. Das quält einen richtig. Mhm. Am Anfang, alle haben Lockerung, alle haben Ausgang. Man ist dann. Ist hier, kann nur in den Garten eine Stunde. Das kann man nicht beschreiben, das Gefühl. Es ist beschissen. Das ist natürlich schwierig, wenn man auch vielleicht gar nicht so die Perspektive kennt. Ne? Wenn man gar nicht weiß, vielleicht sitze ich hier noch 2 Jahre, vielleicht 5, vielleicht für immer. Das stelle ich mir ein ganz schlimmes Gefühl vor, wenn man nicht weiß, wie lange man noch hier ist. Also ich war jetzt knapp 5 Jahre in der Forensik. Und es sind Horrorgeschichten, die man hört, dass Leute 30 Jahre in der Forensik sind. Das sind dann meistens Leute, die so krank sind, dass man denen nicht helfen kann. Oder Leute, die gar keine Therapie machen möchten. Das ist nämlich so. Und wenn man, es gibt Leute, die benehmen sich, bauen keinen Scheiß, sind freundlich, rasten nicht aus, machen aber keine Therapie, schlafen den ganzen Tag, machen keine Therapie, nichts. Diese Leute bleiben lange da. Wenn man Therapie macht, man kann auch mal abgesondert werden oder mal ausrasten. Das ist das ja in der Forensik. Man kriegt immer eine neue Chance. Ich bin mal bei einem Ausraster, habe ich mal einem Pfleger in die Eier getreten. Und ich hatte mich bei dem Mann entschuldigt. Das war auch halt, da war ich auch noch psychotisch. Da waren auch Stimmen teilweise da. Das bereue ich auch, dass ich das gemacht habe. Halt, war auch froh, dass er mir nicht angezeigt hat. Aber irgendwann wird er mir eine neue Chance gegeben. Was ist das? In der Forensik bekommt man immer eine neue Chance. Hattest du denn zu irgendeinem Zeitpunkt schon mal Angst hier? Nein, Angst habe ich nicht. Auch nicht Sorge, dass dir was passieren könnte, dass jemand übergriffig wird, dass jemand die Kontrolle verliert? Das kann immer passieren. Also ich komme jeden Tag auch mit dem Wissen, dass solche Dinge durchaus passieren können. Aber man hat hier einfach ein starkes Team im Rücken. Man ist grundsätzlich nie alleine. Und wenn mal was sein sollte, weiß man, Hilfe ist schnell da. Und ja, Angst habe ich gar nicht. Ich hatte auch schon mal eine Situation mit einem der Patienten, der ist mit dem Stuhl auf mich losgegangen. Ne? Der wollte mir einfach einen Stuhl an den Kopf schmeißen. Also das sind so Situationen, wo die dann abgesondert werden oder massive Eigengefährdung, ne? Dass sie sich halt massiv selbst verletzen, aber dann werden die auch oft fixiert. Dann. Ja. Ja, also wenn du das sagst, dass jemand mit dem Stuhl auf dich losgeht, das würde mir schon sehr Angst machen, die Situation, glaube ich. Also. Ich arbeite einfach schon lange hier. Also ich habe 2015 hier in der Klinik angefangen und ich habe schon so viel hier erlebt. Also wie gesagt, Angst ist es nicht, es ist ein gesunder Respekt. Ja, also Angst darf man ja auch gar nicht haben. Also dann wäre man absolut fehl am Platz. Ja, also ich habe jetzt gerade mit der Station oben telefoniert. Wir können uns da die Absonderung einmal angucken gehen. Und Absonderung ist diese Isolations... Genau, richtig. Okay, krass, ja. Also das sieht hier schon sehr nach einer Zelle aus, ne? So. Ja, genau. Also mit Kameraüberwachung? Richtig. Okay. Weil wenn hier jemand drin ist, haben wir im Büro haben wir die Monitore, wo wir dann den Patienten dauerhaft überwachen können. Das heißt, der Patient ist dann halt hier drin und hier kann man halt über... So. Über die Versorgungsklappe und das Sichtfenster kann man dem Patienten dann zum Beispiel Essen reinreichen oder halt Kontakte bieten. Ja. Ja. Kannst du noch mal sagen, was das hier für eine Station genau ist? Das sind die Patienten, die unter § 64 verurteilt wurden. Was heißt? Sucht. Und inwiefern ist deren Unterbringung hier anders? Die haben eine Endzeit tatsächlich. Ja, so stelle ich mir tatsächlich eher einen Knast vor. Ne? So, und ich sehe jetzt hier auf jeden Fall auch hier so Gurte, ne? Da werden so Gurte dran gemacht. Fixiergurte können da befestigt werden, ja. Okay. Und also das stelle ich mir irgendwie so, stelle ich mir wirklich schlimm vor, irgendwie, wenn ich so in einer
Ich kann es mir wahrscheinlich eh nicht vorstellen, in welcher Situation ein Mensch dann ist, aber dann auch noch sich nicht bewegen zu können und so, das ist schon ein krasser Einschnitt einfach in die. Das machen wir auch wirklich nur im alleräußersten Notfall, wenn wirklich gar nichts mehr geht und der Patient so massiv eigengefährdend ist, dass wir dann wirklich auch fixieren müssen. Was würdest du denn sagen, hat dir am meisten geholfen in der Therapie, in der Zeit, in der du hier warst? Am meisten die Gespräche mit meinem Therapeuten, dann meine Skills, die ich habe. Ich sammle mein Leben lang schon Sammelkarten, Yu-Gi-Oh-Karten zum Beispiel. Und damit diese Karten zu sortieren und damit was zu machen. Oder zum Beispiel, ich habe auch einen Gameboy, so eine kleine Konsole, die man hier haben kann, zeitlich begrenzt. Das hat mir auch geholfen als Skill. Und dann, wie gesagt, auch Gespräche, Musik hören, Rap-Texte schreiben. Rappen hat mir geholfen, ganz viele Sachen. Ich habe hier. Du rappst also? Ja, ich rappe. Und was ich noch sagen wollte, hier drin habe ich gelernt, mich sehr gut selber zu beschäftigen. Und rappen tue ich auch, ja. Also vielleicht kannst du mir gleich mal was zeigen? Ja, auf jeden Fall, wenn du das möchtest. Cool. Wie verstehst du dich denn mit den anderen hier? Ja, ganz gut, aber ich mache eher so mein eigenes Ding. Ich sehe mich als Außenseiter zwar, aber es gibt ja Patienten, mit denen kommt man gut klar. Ein Patient sogar, der ein guter Kumpel geworden ist, aber der Rest ist halt da. Man redet miteinander, aber es ist eine Zwangsgemeinschaft. Keiner hat sich ausgesucht, hier zu sein. Ja, was man sagen muss in der Forensik, ist eigentlich den meisten Leuten so egal, was man gemacht hat. Da geht man miteinander um. Nur anfangs war es schwer für mich, so mit Sexualverbrechern auf einer Station zu sein. Und ich war auch sehr ablehnend den Leuten gegenüber, aber irgendwann, auch wenn es sich komisch anhört, aber ich habe schon so viele Sachen gehört, was Leute gemacht haben. Irgendwann scheißt man drauf, was die Leute für ein Delikt gemacht haben. Das ist einem dann egal. Und ich finde, jeder, egal was er getan hat, egal wie schlimm das war, hat hier die Chance, eine neue Chance. Das ist so. Inwiefern spielen denn Schuldgefühle bei deinen Therapiesitzungen eine Rolle? Schuldgefühle. Also es geht in der Behandlung, glaube ich, nicht darum, den Patienten irgendwie ein schlechtes Gewissen einzureden. Viel eher geht es darum, bei vielen Patienten, dass sie so eine gewisse Empathie, so ein Mitfühlen mit den Opfern entwickeln und dazu die Fähigkeit haben. So in der Hoffnung, dass je mehr Empathie ich für jemanden entwickeln kann, für Opfer entwickeln kann, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich vielleicht nochmal in der Lage bin, so eine Straftat zu begehen. Viele von den Patienten, die ich da unten auch erlebt habe, und Nico würde ich auch dazu zählen, die wirken fast so ein bisschen schüchtern oder zurückhaltend. Und das ist irgendwie komisch, sich vorzustellen, dass sie dann so mal ausgerastet sind und gewalttätig wurden oder ne, dass sie eine Straftat begangen haben. Ich glaube, so ähnlich wie dir geht es den meisten Leuten, die so zum ersten Mal einen Fuß in eine Forensik setzen. Man trifft auf Leute, die, ich sag mal, erstmal total harmlos aussehen und auch echt sehr sympathisch sind. Also ja. Ich würde sagen, jeder Patient, der hier ist, hat auch echt was Sympathisches. Und man sieht es den Menschen nicht an, also die Erkrankung, die im Hintergrund ist und das Delikt, was im Hintergrund ist. Nimmst du denn die Leute, deine Patienten, als gefährlich wahr? Ja, eine Gefährlichkeit ist bei allen vorhanden, sonst wären sie nicht hier. Das ist so. Ganz viel wird so ein bisschen kompensiert durch diese beschützende Umgebung hier. Und da müssen wir uns halt immer überlegen, wie wäre das eigentlich ohne diese strengen Rahmenbedingungen, die Gitter vor den Fenstern. Da sehe ich schon bei allen, die hier sind, eine Gefährlichkeit, sonst wären sie auch nicht mehr hier. Bei wem siehst du denn jetzt die Hauptverantwortung für das, was du getan hast? Bei mir selber. Durch die Scheißkifferei ist das angefangen, alles angefangen halt. Wem gegenüber hattest du oder hast du denn noch Schuldgefühle? Gerade auch in meiner Familie, weil ich die Scheiße behandelt habe. Jetzt im Nachhinein tut mir das alles leid. Ich hatte mich auch vor Gericht bei den Apothekerinnen entschuldigt, weil das, ich habe mich auch gefragt, so bin ich eigentlich gar nicht, weil ich bin eigentlich kein schlechter Mensch. Und das ist halt, und auch wenn ich Paragraph 20 habe dazu, dass es unschuldfähig, also dass man unzurechnungsfähig ist, trifft mich dann auch eine Schuld. Weil ich habe es ja gemacht. Ich war es ja gewesen. Deswegen, da hatte ich auch im Laufe meiner Therapie alles aufgearbeitet. Um ehrlich zu sein, habe ich den 63er nie als Strafe gesehen, sondern als Chance.
Und ohne diesen 63er, das ist komisch, aber ohne diese Therapie wäre ich wahrscheinlich schon tot. Mhm. Und ich werde ja bald entlassen, dann kann ich mein neues Leben anfangen. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die sagen, die sollten für immer weggesperrt werden. Leute, die einmal irgendwie jemanden ermordet haben, Leute, die so psychisch krank sind, dass sie vielleicht unberechenbar scheinen oder so. Was würden Sie denen sagen? Also für die psychisch Kranken, psychisch krank kann jeder werden. Und dann in dem Zusammenhang Straftaten begehen kann auch jeder. Das kann jedem passieren. Also wir haben Menschen, die eine wirklich gute, reibungslose Biografie, erfolgreichen Job hatten, die dann psychisch krank wurden und dann schwere Straftaten begangen haben. Dafür sind sie ja eben hier, dass wir sie dann entsprechend behandeln und sie dann eben nicht mehr straffällig werden. Wir haben ja im Vorhinein gefragt, ob Sie mal vorfühlen bei den Patienten, wer bereit ist, mit uns zu reden. Mhm. Und jetzt haben wir mit Nico gesprochen und er kam mir sehr umgänglich vor eigentlich. Mhm. Wie wäre das denn, wären auch andere Patienten bereit gewesen, mit uns zu reden? Es gab eine Reihe von Patienten, gerade bei den Jugendlichen, die bereit gewesen wären, mit ihnen zu sprechen. Aber bei einigen Patienten wären diese Fragen, gerade so was das Delikt betrifft, im Moment nicht sehr gut in der Therapie. Inwiefern? Beispielsweise gibt es Patienten, die jemanden getötet haben. Mhm. Wenn sie dann so nachgebohrt hätten, ja, verstehe. Wäre das gerade zum jetzigen Behandlungsstand einfach nicht günstig gewesen. Mhm. Da wäre so viel rausgekommen, was wir hätten wieder abfangen müssen. Mhm. Das konnten wir nicht vertreten. Pokémon mache ich auch. Zum Beispiel bin ich auch ein schottischer Lord. Du bist ein schottischer Lord? Ja. Wie hast du das geschafft? Es ist so, dass man da in Schottland, in Glencoe, mhm, das ist ein Nationalpark, da kann man ein Stück Land kaufen. Okay. One feet, also einen Fuß groß, yeah, also ein Meter. Yeah. Und das gehört mir. Das hast du gekauft? Ja, geschenkt bekommen von Eltern zum Geburtstag. Ah. Und zwar ist das ein Naturschutzprojekt. Je mehr Leute dieses Landstück kaufen, ja, da darf dann nicht gebaut werden. Das, okay, das soll die Highlands erhalten in Schottland. Mhm. Aber sobald ich irgendwann wieder in andere Länder kann, wenn die Bewährung, ja, vorbei ist, wollte ich da mal hingehen. Dann geht's nach Schottland. Ja, und ja, dann gucke ich mir den Nationalpark an. Das ist doch ein sehr schöner Plan. Auf jeden Fall. Und so in der näheren Zukunft, was glaubst du, ist so das Erste, was du machst, wenn du hier rauskommst? Das Erste? Ja. Als allererstes in irgendein Zoo gehen. Neben dem Wohnheim ist ein kleiner Tierpark. Okay. Und da wollte ich dann mal reingehen. Ich werde auch weiter mal Raps machen. Mhm. Und gucken, was wir Leben auf die Kette kriegen hier draußen. Aber warum ein Zoo? Weil ich mich, wie du hier siehst zum Beispiel, Buch über Affen interessiere ich mich für. Mhm. Das sind so meine Bücher, meine Lieblingsbücher. Fledermaus. Fledermäuse, Affen und mhm, Greifvögel und Eulen. Ich kenne mich sehr gut mit Tieren aus, interessiere mich auch sehr für. Ja. Und ja, deswegen möchte ich Tierpfleger werden. Das ist dein Plan? Auf jeden Fall. Für die Zukunft. Okay. So, ich sag euch mal einen Rap. Ja. Irgendwie so. Wie heißt der Song? Der Rap heißt Kreislauf der Sucht, den habe ich hier geschrieben. Mhm. Meine Vergangenheit. Es ist der Kreislauf der Sucht, der nur noch für die Drogen lebst. Es zerstört dich wie eine Faust, wenn du zu Boden gehst. Stimmen in meinem Kopf, die mir sagen, was ich tun soll. Haken Paranoia. Mein Kopf ist echt viel zu voll. Ich komme nicht mehr zur Ruhe, ich kann nicht mehr. Ein kleiner Mann in meinen Ohren und mein Blick ist leer. Sag mir die Stimme in meinem Kopf, hab die Machete in der Hand und zieh die Maske über den Kopf. Mhm. Das ist die erste Strophe, die fertig ist. Das ist auf jeden Fall, hat viel mit deiner eigenen Geschichte zu tun. Soll nicht verherrlichend sein, der Web. Ja. Der ist eher kritisch, selbstkritisch. Ich sehe mich selbstkritisch da drin. Und was gibt dir das, wenn du so Texte schreibst und deine eigene Musik machst? Das hilft mir. Das ordnet meine Gedanken, hilft mir, Sachen zu verarbeiten. Ich frage mich schon so ein bisschen, inwiefern das, also weil das einfach so ein großer Einschnitt in die Freiheit ist, inwiefern das auch gerechtfertigt ist, dass jemand dann hier eingesperrt ist für Dinge, die er vielleicht auch später noch tun würde, aber bei denen es nicht ganz klar ist. Ne? In der Haft weiß man, ich habe ein Enddatum, ein Entlassdatum, zu dem Tag bin ich auf jeden Fall raus. Das ist hier nicht so. Aber es wird jedes Jahr, hat man die Chance rauszukommen. Das heißt, jedes Jahr gibt es eine Anhörung beim Gericht, also bei der Strafvollstreckungskammer. Wir müssen unser Statement, unsere Stellungnahme abgeben. Die Patienten können was dazu sagen. Und die entscheiden dann, ob er noch länger drin bleiben muss oder nicht.
Das ist weniger auch unsere Aufgabe. Wir geben nur eine forensisch-psychiatrische Einschätzung, sondern es ist letztlich eine juristische Aufgabe. Aber wahrscheinlich halten sich die Juristen ziemlich nah an den Empfehlungen, sozusagen, die die Ärzte geben. Nicht unbedingt. Also es kommt durchaus vor, dass Gutachter oder Klinik und Gericht unterschiedlicher Meinung sind. Ja. Und würden Sie sagen, dass dann im Zweifelsfall geht man auf Nummer sicher und sagt, dann bleibt da irgendwie lieber noch mal ein Jahr oder zwei länger und wir sind uns noch nicht ganz so sicher? Ja. Gibt es Menschen, die so sehr Angst auch davor haben, dass sie selbst die Kontrolle verlieren? Die gibt's. Es gibt Patienten, die fühlen sich hier so wohl. Also das mag sich schwer, das ist schwer nachvollziehbar. Aber diese festen Strukturen, die Unterstützung hier, die Fürsorge, das sind Dinge, die manche Patienten ihr Leben lang noch nie erlebt haben. Die wissen ganz genau, die kommen draußen nicht klar. Die werden wieder auf der Straße landen, wieder Drogen konsumieren. Mhm. Es gibt auch Menschen, die sagen, es ist gut, dass ich hier drin bin. Ich will auch gar nicht raus, weil ich genau weiß, ich werde wieder rückfällig. Hast du manchmal auch Angst vor dem Leben da draußen? Sehr, sehr sogar. Sehr. Man hat immer Angst vor neuen Situationen. Das ist doch bei dir bestimmt auch so. Wenn irgendwas Neues ist, das sieht man in der Natur des Menschen, dass man vor neuen Situationen Angst hat. Ja, ich kann es mir nur nicht ganz natürlich vorstellen, wie das ist, wenn man so vielleicht über 4-5 Jahre nicht raus durfte, nicht sich frei bewegen durfte. Man hat hier einen ganz abgetrennten Bereich, in dem man darf. Und plötzlich kannst du theoretisch wieder alles machen. Das kann man nicht erklären. Das ist ein sehr schönes Gefühl, dass man endlich hier raus ist, aber ich habe mich an diesen Rahmen hier gewöhnt. Und du hast das Gefühl, dass deine Psychose soweit therapiert ist, dass du jetzt auch mit Sicherheit sagen würdest, du würdest sowas nie wieder tun oder du würdest nicht mehr in dieselbe Situation kommen. Ich kann nicht hell sehen. Die Psychose geht nie weg, die wird man für immer haben. Ja. Die kann mit Medikamenten bearbeitet werden, aber die Verhaltensweisen, die Medikamente können ja nicht zaubern. Die helfen einem nur und am Ende steuert man sich ja selber. Ich weiß nicht, was draußen ist. Im jetzigen Zeitpunkt, jetzt, so wie ich hier bin, jetzt würde ich sagen, nie wieder passiert sowas. Habt ihr euch so eine forensische Psychiatrie vorgestellt? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr über das Thema Psychosen erfahren wollt, dann schaut doch mal vorbei bei meiner Kollegin Pia vom Kanal Psychologik. Theoretisch kann jeder bzw. jede von uns eine Psychose entwickeln. Es muss aber eine Menge zusammenkommen, damit man eine psychotische Störung bekommt. Den Link dazu findet ihr hier oben. Den Kanal kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Und wir haben uns auch schon mal die Frage gestellt, wie ist es eigentlich in der Psychiatrie? Muss ich Angst vor der Psychiatrie haben? Die komplette Playlist findet ihr hier unten und lasst uns doch auch gerne ein Abo da.